Sessel da setzen. Schicke Sessel, ja, dann setz dich mal hin. Machen wir mal Luki Luki, was passiert. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Okay. Was ist denn jetzt los? Die Gurte dienen nur der Sicherheit, okay. Das ist nichts Gutes. Scheiße, meine Waffe. Meine Waffe, verdammt. Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. What? Halleluja. Halleluja, ich würde eher sagen, verdammte Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Okay. Mama, ich will wieder heim. Hallo, holt mich hier wieder jemand ab? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Ich nix kapische. Oh Gott, wenn ich das lese. Auer Prophet. Oh Gott. Würdet ihr mich vielleicht mal hier rauslassen? So, wie ihr seht, es hat gerade oben gespeichert. Oh Gott. To this new Eden. Okay. New Eden. Bin ich jetzt in der Sekte gelandet oder warte ich? Lass mich raus. Lass mich raus. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Und im Moment sehe ich nicht besonders viel außer Wände. Oh Gott. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Oh Gott. Ja. New Eden. Toll, wir sind in New Eden gelandet. Und wir müssen jetzt hier Papst werden, oder was? Hallo? Was hat denn der jetzt an der Hand? Hm. Oh Gott. Oh Gott. Finde einen Weg in die Stadt. Ja, den werden wir auf jeden Fall auch gleich suchen. Ach. Drücke N, um mit Hilfe der Navigation zu deinem aktuellen Ziel zu erhalten. Okay. Mitnehmen. Mitnehmen. Alles, was geht, hier zusammen klauen und mitnehmen. Ich will wieder in den Stuhl rein. Komme ich da wieder zurück? Nö. Ich nix mehr kommen zurück. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. In was habe ich mich da jetzt reingesetzt hier? Oh Gott. Aber an sich sehr, sehr, sehr schöne Atmosphäre, muss man sagen. Auch das Intro war sehr schön. Ja, es ist nicht wie bei anderen Spielen, dass da vielleicht gleich angefangen wird zu ballern und Mods das Geknatter hier, aber sehr, sehr angenehm, muss man schon sagen. Bin ich schon wirklich begeistert von. Mir haben auch sehr viele gesagt, dass das Spiel richtig, richtig gut sein soll. Und ihr seht es auch schon. Der Spross des Propheten. Ja, ihr seht auch schon grafikmäßig der absolute Hammer hier. Gibt's hier was? Geschenk durchsuchen. Silberigel, okay. Silberigel nehmen. Ja, auch das Wasser und wow. Wow, 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 wow. Ich bin total begeistert und das passiert selten. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Mal gucken. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde? Wozu bräuchte man Vergebung? Okay. Gäbe es keinen Sünder, bräuchte man keinen Erlöser.
Entschuldigung. Ja. Wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Im Himmel. Ich bin im Himmel. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch ja, auf. Ja, das würde ich auch denken. Wir sind im Himmel, verdammte Scheiße. Ich wollte eigentlich in die Hölle, da ist es viel wärmer und außerdem treffe ich da meine ganzen Freunde wieder. Ja. Ach, hier ist wieder ein Geschenk. Leer. Toll. Kann ich hier sonst irgendwas zusammenklauen? Nö. Gibt's hier was? Geigenkasten durchsuchen. Machen wir mal. Silver Eagle wieder 2 Stück. Hutschachtel. Die ist leider leer. Die ist leider leer. Was haben wir hier? Korb. Auch leer. Scheiße, da war schon jemand hier. Hat alles geklaut. Hat alles geklaut. Scheißen Dreck. Liegt hier vielleicht irgendwas? Nö. Nö, 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 nö. Geht's denn hier hoch? Ach so, von hier sind wir runtergekommen. Okay. Ja. Ja, ja, ja. War man hier schon drin? Bin ich hier gerade irgendwie. Ja, hier war man auch schon drin. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Lass mich bloß in Ruhe, du Freak. Du siehst aus, als ob man dir irgendwas gespritzt hätte. Wow, guckt euch mal die Augen an. Von wegen Himmel. Ich glaube, du bist der Teufel höchstpersönlich, so wie du aussiehst. Zumindest deinen Augen nach. Ich schlaf gleich ein, verdammte Scheiße. Und jedes Jahr an diesem Tag, oh Gott, erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagen und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet, und das Sodom unter uns nicht verflucht. Es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die 3 goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die 3 goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung okay, gebetet. Also der quatscht hier immer das Gleiche. Geführt, es wäre aber genug gewesen. Was ich jetzt eigentlich lustig finde, wenn man sich das hier Ganze anschaut, das wird alles im Wasser hier reflektiert, nur wenn ich nach unten schaue, mein Spiegelbild sehe ich nicht. Ich finde es auch sehr detailreich gemacht mit den Falten drin und kann ich jetzt da einem in den Arsch treten? Es wäre genug. Ist das ein neuer? Aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten. Reinzuwaschen? Nee. Gründern, lass mich durch. Herr. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Ja, ich mache aus willst dir auch gleich eine Wiedergeburt. Werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ja, scheiße, lass uns halt taufen. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Boah, ist ein Arsch offen? Ist eine Macke oder was? Der wohl eine Macke hier. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. What? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Wer ist denn da? Der ist doch gar nicht. Wow, was geht hier ab? Okay. Okay.
The Garden of New Eden. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ja, auf jeden Fall, ne? Der hat voll die Macke. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Finde die Columbia-Statue. Vater Franklin erhielt einen goldenen Schlüssel. Drücke N, um die Hilfe der Navigation. Okay, da müssen wir also lang. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. Mhm.